So, hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt zu einem neuen Bastelvideo. Ich werde heute mal probieren, ein paar Lautsprecherboxen aus Beton zu bauen. Und wenn euch interessiert, wie ich das mache, bleibt einfach dran. Los geht's gleich nach dem Intro. Ja, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an. Im ersten Arbeitsgang habe ich mir die Teile für die Schalung zurechtgeschnitten. Die Schalung für die Boxen besteht aus zwei Schalungselementen. Einer inneren und einer äußeren Schalung. Die innere Schalung habe ich, wie ihr sehen könnt, aus Stuhrdur hergestellt. Die äußere aus beschichteten Spanplatten. Wenn ihr keine Kreissäge besitzt, könnt ihr euch den Zuschnitt auch ganz einfach im Baumarkt durchführen lassen. Die äußere Schalung habe ich dann ganz einfach mit Schrauben verschraubt. Hierbei handelt es sich eigentlich nur um einen Kasten mit den Maßen des Lautsprechers. Die Stöße der Spanplatten habe ich wie immer mit einer Silikonfuge abgedichtet. Hierdurch lässt sich verhindern, dass später Wasser aus der Schalungsform austreten kann. So wird verhindert, dass der Zementleim ausgewaschen und die Kanten porös und sandig werden. Als nächstes habe ich dann mit der inneren Schalung weitergemacht. Hierzu habe ich die Stuhrdurplatten verwendet. Die Platten habe ich einfach mit Silikon zusammengeklebt. Für die Oberseite habe ich eine Holzplatte verwendet. Ihr werdet später dann sehen, warum. Gehe ich nachher noch drauf ein. Ja, das innere Element sollte natürlich auch dicht sein, deswegen habe ich die Stöße noch mit wasserfestem Klebeband abgeklebt. Ja, als Rohr für den Bass habe ich hier, wie ihr sehen könnt, so ein HT-Rohr verwendet mit einem Durchmesser von 50 mm. Das Ganze habe ich mir auf 2 cm gekürzt. Ich habe hierzu den Tellerschleifer verwendet, weil lediglich 5 mm abzunehmen waren. Ihr könnt ja auch mit einer Säge arbeiten, aber so war es für mich einfacher und schneller. Dann habe ich mir auf der inneren Schalung die Mitte angezeichnet und das Loch mit einem 50er Lochbohrer ausgesägt. So, das KG-Rohr für den Bass passt, wie ihr sehen könnt, genau hier rein. Das werde ich mit Silikon festkleben und dann brauchen wir natürlich auch noch eine Öffnung für die Lautsprecher. Ja, für die Boxen wird natürlich auch noch eine Aussparung benötigt. Ich habe hierzu die Schablone verwendet, welche bei den Boxen dabei waren. Auf der Schablone sind alle Radien und alle Bohrlöcher vorgesehen. Die braucht man einfach nur zu übertragen. Den inneren Ring habe ich auf Styropor übertragen und den äußeren auf einer Holzplatte. Danach wird das Ganze ausgeschnitten. Ja, das Styropor, da könnt ihr ein Cuttermesser verwenden. Es lässt sich ganz einfach schneiden und das Holz habe ich eben mit einer Stichsäge ausgesägt. Ja, für die spätere Befestigung der Lautsprecher werden hier in den Beton so Holztübel mit eingegossen. Ich habe mir hierzu die vorgegebenen Löcher mit dem 8er Bohrer vorgebohrt und in die Löcher werden dann die Holztübel eingeklebt. Die Holztübel habe ich mir entsprechend gekürzt und dann, wie gesagt, mit Leim einfach in die Löcher geklebt. Ja, im nächsten Schritt wird dann noch der innere Kreis aus Styropor mittig mit Silikon aufgeklebt und dann ist die Aussparung für die Lautsprecher schon fertig. Die Aussparung wird jetzt mit Silikon noch auf die innere Schalung geklebt. Das Rohr für den Bass wird ebenfalls mit Silikon fixiert und dann ist das innere Schalungselement fertig. Wir brauchen dann später natürlich auch noch einen Ausgang für das Lautsprecherkabel. Hierzu habe ich mir in beide Schalungselemente ein Loch eingebohrt. Die Verbindung zwischen den zwei Elementen wird dann mit einem Schlauch erfolgen. Also ich habe mir hierzu einen Gummischlauch besorgt, der genau den Durchmesser der Bohrung hat. Den habe ich mir gekürzt und damit werden dann die beiden Elemente miteinander verbunden. Bevor wir jetzt dann gleich mit dem Betonieren weitermachen können, muss noch die komplette Innenseite der Schalungsform mit dem Trennmittel eingerieben werden. Das Trennmittel sorgt dafür, dass der Beton keine Verbindung mit der Schalung eingeht und dass wir später dann beim Ausschalen keine Probleme haben. Ja, nachdem die Schalungsform jetzt soweit fertig ist, können wir jetzt gleich mit dem Betonieren weitermachen. Ich werde für die Lautsprecher ganz normalen Betonästrig aus dem Baumarkt verwenden. Dem gebe ich noch zur Armierung ein bisschen Glasfasern und zur besseren Verarbeitung Fließmittel hinzu. Und ja, dann können wir loslegen mit dem Betonieren. Ich mische mir den Beton jetzt geschwind an und dann machen wir weiter.
Da für die Lautsprecherboxen nur eine geringe Menge Beton benötigt wird, habe ich hier zum Anmischen den Hörquell verwendet. Für diese kleine Menge hätte es sich nicht gelohnt, den Mischer einzusauen. Ja, nachdem der Beton dann gut durchgemischt ist, kann die erste Lage in die Schalungsform gegeben werden. Die erste Lage ist 2 cm stark und danach wird dann das innere Schalungselement eingesetzt. Bei dem inneren Schalungselement müsst ihr darauf achten, dass es gut fixiert ist und nicht aufschwimmen kann. Die Aussparungen, also seitlich für das Bassrohr und vorne für die Lautsprecher, müssen eng an der Schalungsform anliegen. Zur Fixierung habe ich Holzschrauben verwendet und jetzt seht ihr auch, warum ich den Deckel der inneren Schalung aus Holz gemacht habe. Da kann ich nämlich die Schrauben ganz einfach einschrauben. Ja, wenn dann alles gut fixiert ist, kann die Schalungsform bis oben mit Beton aufgefüllt werden. Wie ihr sehen könnt, lässt sich der Beton durch das zugegebene Fließmittel sehr angenehm verarbeiten, da er eigentlich von allein in die Schalung fließt. Im Beton befinden sich aktuell noch Lufteinschlüsse. Diese können durch Verdichtung, also Vibration an der Schalungsform, ganz einfach entfernt werden. So, der Beton ist in der Schalungsform. Das heißt, heute kann ich nicht mehr machen. Ich werde jetzt Feierabend machen. Der Beton muss 2 Tage aushärten, dann können wir ausschalen. Das ist eigentlich immer so die schlimmste Zeit, also die Wartezeit, bis man dann ausschalen kann. Ja, für euch dauert es natürlich nicht so lange, für euch geht es gleich weiter. Ihr habt jetzt noch kurz Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Einfach unten auf Abonnieren klicken und die Glocke anschalten. Dann seid in Zukunft immer dabei, verpasst keine Videos mehr. Und ja, ich mache jetzt Feierabend und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Der Beton ist jetzt nach 2 Tagen ausreichend hart. Schauen wir einfach mal, ob die Lautsprecherboxen was geworden sind. Ja, dann mal noch was in eigener Sache. Die schriftliche, ausführliche Anleitung zu diesem und zu meinen anderen Projekten findet ihr auf meinem persönlichen Blog unter www.gray-element.de. Schaut einfach mal vorbei. Und ja, die Materialien, die ihr zum Bau der Lautsprecher benötigt, werde ich euch alle unten in der Videobeschreibung verlinken. Das war jetzt hier mal der fertig ausgeschaltete Korpus. Wie ihr sehen könnt, ist die Oberfläche schön glatt, hat kaum Lufteinschlüsse. Also ich muss sagen, bin echt zufrieden. Ich muss jetzt noch vorne hier die Holzplatte aussägen, wo später die Lautsprecher eingesetzt werden. Und dazu verwende ich die Stichsäge. So, dann können wir jetzt schon die Lautsprecher montieren. Die Lautsprecher werden einfach so in die Aussparung hier eingesetzt und dann an den einbetonierten Holztübeln festgeschraubt. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich bei der Planung einen kleinen Fehler gemacht habe. Und zwar ist es so, wie ihr seht, wenn ich jetzt so die Holztübel hier verwende, dann ist das Emblem von dem Lautsprecher so seitlich. Besser wäre es gewesen, wenn ich die Holztübel so seitlich einbetoniert hätte. Dann wäre das alles hier ja schön gerade. Gut, ist jetzt so, das ist ein Prototyp. Bei meinen fertigen Boxen werde ich es dann anders machen. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich habe mir hier auch noch solche Holzfüße aus Eichenholz gebastelt. Die werde ich noch mit Kleber unten ankleben. Und dann hat das Ganze ja so einen kleinen Sockel.
damit sind die Boxen eigentlich fertig. Ich muss sagen, optisch ist es vielleicht nicht mein schönstes Projekt, aber ich habe den Haufen dazugelernt bei der Arbeit und letztendlich hat es ja auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und geplant habe. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, Kritik, Lob, was auch immer, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder zu neuen Videos, zu neuen Projekten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao.